Christina Sauer, grosser Aufmarsch hier an der Messe wegen der Rennfahrerin, der einzigen Rennfahrerin, die so prominent ist wie du im Moment. Und woran liegt es eigentlich, dass Frauen nicht so in den Sport hineingehen? Ja, ich glaube, es liegt schon daran, dass die Eltern ihre Mädchen lieber zum Reiten, Blockflöten oder sonst ins Ballett schicken oder Jazzdance und nicht auf die Kartbahn. Und je weiter es geht, desto mehr trennt sich natürlich Spreu vom Weizen. Aber wenn es schon wenig gibt, die anfangen, dann gibt es auch weniger, die am Schluss übrig bleiben. Das heisst, du bist schon früh auf die Kartbahn gegangen, statt eigentlich eben in Rossstall? Eigentlich leider auch ziemlich spät. Also erst mit 19, wo andere schon in der Formel 1 sind, wenn sie erfolgreich sind. Also schon sehr viel später, dann, als es eigentlich gut gewesen wäre. Aber lieber später als nie. Und doch konnte ich noch einiges daraus machen. Was würdest du sagen, was ist der gute Einstieg jetzt für Leute, das, oder Mädchen, Frauen, die das vielleicht jetzt gleich noch machen wollen? Ist so ein Spiel zum Beispiel auch eine Art Einstieg in den Beruf? Also ein Spiel ist sicher nicht Realität und ist sicher jetzt kein Anfang in einer Motorsportkarriere. Das darf man nicht vergleichen. Aber ich kenne viele Rennfahrer, die zum Spass und auch zur Strecke ernsthaft kennenlernen. Teilweise über jetzt PS3 oder Xbox anfangen trainieren und eben so schauen, wo muss ich fahren demnächst und wie ist die Streckenführung. Gerade die Spiele sind ja auch oft von Buben besetzt. Man sieht es auch hier an den Ständen, es hat ja wenig Mädchen, die spielen. Ja, ja, es ist Zeit, dass ich da bin. Ich habe das Gefühl, wenn du jetzt so bist, wie so einander games mit denen, dass es dann vielleicht noch ändert. Was interessiert dich sonst an der Buben? Du bist vorne schon rumgelaufen. Ja, ich bin ein bisschen rumspaziert. Natürlich zuerst mal, was zu essen gibt, ist klar. Ich liebe das, immer ein bisschen den Foodstand nachzugehen, dort ein bisschen etwas gegessen und nachher so ein bisschen in die Abteilung Gesundheit und Fußmassagen. Aber ich sage jetzt, wenn die Leute nicht zuschauen würden, würde ich vielleicht auch hinsitzen und mal eine Massage geben lassen, aber so nicht. Wichtig ist auch Gesundheit als Autorennfahrerin? Sehr wichtig, weil wenn ich nicht gesund bin, bin ich nicht fit, die Kondition muss stimmen, ich muss gewisse Fliehkräfte aushalten, je nachdem in was für ein Auto das ich fahre. Und gerade wenn ich jetzt einen Crash habe, dann ist es gut, wenn man ein bisschen Muskeln hat, die den Körper zusammenheben, sonst hat man vielleicht eher Verletzungen.